101, Bravo Lima, bitte kommen, over. 101, Bravo Lima, ich kann Sie nicht einfach mitten auf der Landebahn stehen lassen, mein Freund. Bitte kommen, over. Hier ist Buck Kendall, ich rufe nochmal. 101, Bravo Lima, Sie müssen da weg und zwar jetzt und nicht später, haben Sie verstanden? Wieso müssen all die schrägen Vögel immer gerade nachts fliegen? Okay. Wenn du dich nicht bewegen willst, dann werde ich nachhelfen. Also vorwärts, schieben wir sie auf den Rasen. Vorhänge. Hey! Hey Mann, hey! Wo sind sie? Sie sind wohl noch drin. Großer Gott, was ist das? Was ist hier passiert? Bitte rette mich! Also los, dann erzählen Sie mal weiter über diese Aliens. Alles, was es zu sagen gibt. Kam es zu irgendeiner Art Penetration? Ein 14-jähriger Tennisstar sollte sich sowieso kein Heroin schießen. Das versaut die ganze Rückhand. Ach, was soll's. Nacktes Fleisch von hinten, von der Seite und von vorne. Sie ist berühmt und alle wollen alles sehen. Wir gucken alles, was kommt. Lass mich sehen. Hey! Gib das wieder her! Ich steckte Satans Kind in den Kühlschrank. Wo ist mein Bild? Wo ist dieses tote Baby? Ich hab dir schon mal gesagt, Libby, pfusch nicht in meine Geschichte rein. Und ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit mir an. Morrison hat dein verfluchtes Baby rausgekürzt. Wenn du ein Problem hast, Star-Reporter, dann trag es mit ihm aus. Ich werde Ihnen gerne erklären, was Inside View ist, Miss Blair. Ein Mikroskop. Ein kulturelles Mikroskop. Ausgerichtet auf das kollektive Unterbewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit. Was wir hier bei Inside View machen, Catherine, ist genaue Identifizierung der amerikanischen Denkweise der Gegenwart. Gut, legen Sie mir die Liste vor. Alle Geschichten, die wir noch suchen. Entführung durch Aliens? Amüsante Tiergeschichten?
Schwierigkeiten von Behinderten. Nur wenn was Besonderes dabei ist. Sex so richtig abartig. Verprügelte Ehefrauen, bizarre Körperverunstaltungen, Brustchirurgie, die daneben ging. Alles sehr gut. Dann Prominente, Süchtige, Perverse, Todkranke, Tote. Und vom Tod zurückgekehrte. Teuflisch besessen. Hör zu, Merton. Nur weil du selbst keinen Mut hast, heißt das nicht, dass ich auch ein Feigling bin. Morgen, Richard. Weißt du, was ich im Leichenschauhaus alles machen musste? Hast du eine Ahnung, wie kalt diese Fliesen sind? Catherine, dieses Individuum ist Richard Dees, unser fähiger Chefreporter. Catherine Blair. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja. Hat er Sie schon mit all diesem Unterbewusstseinsmist vollgeblubbert? Catherine, wir machen später weiter. Natürlich, kein Problem. Danke, Mr. Morrison, für alles. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Willkommen bei Inside View. Danke. War nett, Sie kennenzulernen. Ja. Was ist mit dem Bild? Dees, wir alle lieben deine Bilder, aber in Zukunft nur so als grobe Richtlinie, nur noch Opfer, die über 20 Jahre alt sind, okay? Setz dich doch. Ich will dir was zeigen. Verzeihung, Mr. Morrison, ich habe meine Handtasche vergessen. Danke. Nun, was hältst du von Catherine? Eine zweite Jimmy Olsen. Sie hat nicht viel Erfahrung, aber sie ist scharf. Gute Instinkte, voller Arsch. Hast du ihr auch erzählt, wieso die Position frei wurde? Nein, ich wollte sie einstellen und nicht verscheuchen. Es gibt keinen Grund, was von Dottie zu erzählen. Wie dem auch sei, hier ist dein neuer Auftrag. Wovon redest du? Ich mache Nina Briggs. Die ist auf 75 Pfund runter und macht es nicht mehr lange. Ob sie bleibt oder geht, wen interessiert ein Star, der AIDS hat? Wirklich, das ist viel zu weich für dich. Das hier ist genau deine Kragenweite. Das könnte was richtig Großes werden. Hm. Eine Menge Leute wollen von diesem Kerl hören. Das ist doch nichts. Ein Mensch. Nein, ein Mensch, der glaubt, er sei mehr als das. Fliegt nachts trostlose Flugplätze an. Tötet jeden armen Bekloppten, der zufällig da ist. Zapft einfach das Blut raus und haut dann wieder ab, um das nächste Opfer zu suchen. Und er nennt sich Dwight Renfield. Dwight ist der Vorname eines großen und bekannten Schauspielers namens Fry. Der spielte die Rolle von Renfield, dem insektenfressenden Irren in der alten Version von Dracula. Komm schon, Richard, das ist ein Wahnsinnsding. Der Kerl ist ein Filmfan, nichts weiter. Vampire gibt es wie Sand am Meer, das weißt du. Außerdem das nächste Mal, wenn dieser Psychopath loslegt, haben sie ihn. Ja, und wieso das? Sie haben seine Hecknummer und den Flugzeugtyp. Wenn du Banken ausrauben wolltest, würdest du dann jedes Mal mit demselben Auto und derselben Nummer vorfahren? Noch haben sie ihn nicht. Hör zu, wozu hast du einen Flugschein und ein Flugzeug, wenn du es nicht einsetzt? Wer sollte das schon machen, wenn nicht du? Du bist der Beste. Danke. Du hast es nötig, Richard. Glaub's mir ruhig. Deine Arbeit war in letzter Zeit unbefriedigend. Du bist ewig nicht vorne drauf gewesen und das hier ist genau richtig als Titelseitenmaterial. Reine Platzverschwendung, nichts weiter. Und Verschwendung meiner Zeit. Ich werde es trotzdem machen, ob mit dir oder ohne dich. Und es wird ein Knaller, garantiert. Wieso gibst du es nicht Jimmy? Die kann sich meinetwegen in sowas Saftiges verbeißen. Blödes Arschloch. Mr. Dees. Hallo. Ich bin Catherine Blair. Wir haben uns heute Morgen in Mr. Morrisons Büro gesehen. Ich erinnere mich, Jimmy. Jimmy? Superman. Wie Olsen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Habe ich eine Wahl?
Nein. Nein. Ein aufregender erster Tag ist das geworden. Ich habe schon den ersten Auftrag. Wohl ein kranker Pilot, der sich für einen Vampir hält. Ausgerechnet. Ja, ich habe vorhin schon davon gehört. Wieso sind Sie hier, Jimmy? Sie sind mir doch nicht den ganzen Weg gefolgt, nur um sich mit mir zu unterhalten. Ich bin Ihnen nicht gefolgt. Ich... Ist doch nicht wichtig. Jetzt sind Sie hier. Was wollen Sie? Also gut. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas von Inside View und den Kollegen sagen. Von wem lernt man mehr als vom Star Reporter? Vielleicht erzählen Sie irgendwas von Ihrer Philosophie. Meiner Philosophie? Ihr Geheimnis, so lange oben zu sein. Ich würde es gern hören. Das heißt, wenn Sie eins haben. Okay. Hier ist es. Schreiben Sie es auf. Glaub nie, was du veröffentlichst. Und veröffentliche nie, was du glaubst. Was ist los? Rede ich zu schnell? Ich schätze, ich hatte wohl etwas mehr erwartet. Von jemandem, der von sich selbst behauptet, er sei ein... Ein was? Nun, ein toller Reporter. Darf ich Sie mal was fragen? Was glauben Sie, was es heißt, ein toller Reporter zu sein, hä? Sagen Sie schon! Tut mir leid. Warum fangen wir nicht nochmal von vorne an? Wozu? Ich kenne Ihre Geschichte schon, Schätzchen. Ich habe sie oft gehört. Sie kommen aus Lockport, Rockport, Bridgeport oder irgendeinem anderen Nest. Sie haben versucht, nach Columbia zu kommen oder Yale. Schließlich sind Sie an der Illinois State gelandet, oder? Dann machten Sie ein Praktikum beim Examiner, beim Patriot. Da müssen Sie mir helfen. Harold, ja genau. Sie berichten über alles, vom Kuchenrezept über Hundeshows bis zu Klassentreffen. Das langweilte Sie bald. Also kamen Sie zu uns auf der Suche nach Abenteuer. Und natürlich nach Geld. Unterbrechen Sie mich, wenn ich irre. Was soll das, Mr. Dees? Sie waren schon mal hier, Jimmy. Und Sie werden wieder herkommen. Die Gesichter mögen sich ändern, aber sonst nichts. Sie werden sich nicht halten. Vielleicht überrasche ich Sie. Ja, vielleicht. Vielleicht bleiben Sie sogar lange da. Und enden wie Dottie. Dottie, wer ist das? Sie wollen die Innenansicht von Inside View? Na schön, ich weihe Sie ein. Und mit Philosophie hat das nichts zu tun, das können Sie mir glauben. Inside View ist eine Illustration des Wahnsinns. Ein Tagebuch der Verrückten und Kranken. Ich rede von Kindergartenerziehern, die ihre Schüler in Brand stecken, weil sie glauben, dass diese Fünfjährigen ihre Hinrichtung planen. Satanische Motorradfahrer, die Anhalter abschlachten, nur weil es ein Höllenspaß ist. Und jetzt kommt das Komische daran, wenn man mit diesen Verrückten spricht, können einem diese Geschichten zu Kopf steigen. Sie kriechen einem rein wie eine ansteckende Krankheit und irgendwann wirst du es nicht mehr los. So war es bei Dottie Walsh. Die war genauso ehrgeizig wie sie. Sie begann an das Unglaubliche zu glauben. Ein Jahr nachdem sie eingestellt wurde, war sie tot. Ging eines Abends nach Hause und nahm ein Bad. Allerdings mit einer Plastiktüte auf dem Kopf. Bye bye, Dottie. Hallo, Jimmy. Gab eine Mordsschlagzeile. Tut mir leid, ich habe Sie gestört. Ist schon gut. Ich dachte, wir könnten Freunde sein, aber... Ja, ich weiß. Ich habe mich wohl geirrt. Jimmy? Hören Sie mal zu, ich habe keine Freunde. Ich habe meine Kamera, mein Flugzeug und meine Geschichten. Das ist alles, was ich will. Nur das brauche ich. Wenn Sie einen Freund wollen, kaufen Sie sich einen Hund. Nichts für ungut.
Na, Morrison, was ist denn so wichtig? Unser verrückter Freund hat wieder zugeschlagen. Tatsächlich. Gestern Nacht, Dufferin, Maryland. Mistgav, 60 Kilometer vor Washington. Er ist unbehelligt entkommen. Soll aber nicht deine Sorge sein. Das ist eine große Aufgabe für einen jungen Kerl. Oder für eine junge Frau. So ist es. Catherine hat es entdeckt. Irgendwie hat sie mit ihrem Computer ein Netzwerk der örtlichen Behörden angezapft. Hat 100 Mörderprofile untersucht, um eines zu finden, das auf unseren Freund passt. Ich hatte die Information fix und fertig auf dem Tisch, als ich heute Morgen das Büro betrat. Das, Richie, nenne ich wirklichen Ehrgeiz. Gib mir die Akte. Was willst du hören, dass ich mich geirrt habe? Das wäre doch schon mal was. Ich meine, das würde ausreichen. Du weißt ja, dass ich ein guter Kerl bin. Okay, ich könnte mich geirrt haben. Zufrieden? Äußerst edel von dir, das zuzugeben. Zuerst dieser Claire Bowie oben in Maine, dann Buck Kendall in New York und jetzt Ray und Alan Sarge in Maryland. Das ist doch eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und ich glaube, ich hörte Dwight deinen Namen rufen, Richard. Weißt du, ob die seriöse Presse das aufgegriffen hat? Wenn du fragst, ob diese Sache ihr Interesse geweckt hat, ist die Antwort nein. Die FAA und die Polizei versuchen, über die Sache Stillschweigen zu bewahren. Hier, Mr. Morrison. Lass mich sehen. Wir müssen wissen, welcher es sein soll. Wir drucken in 20 Minuten. Was ist das? Die morgige Ausgabe. Wenn du sie so haben willst. Also, was meinst du? Du alter Mistkerl. Heißt das ja? Mach das. Was ist das? Plan B wie Blair? Nicht wichtig. Ich möchte die Spur dieses Halunken zurückverfolgen. Beginnt mit dem ersten Mord, den er begangen hat. Oh, was ist mit deiner Nina Briggs? Steck sie dir irgendwo hin. Ah, lieber nicht. Es gibt da noch ein kleines Problem. Catherine, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Die Story gehört mir, Mr. Morrison, nur mir. Sieht aus, als hätte er seine Meinung geändert. Ich entschuldige mich bei Ihnen, aber dies muss wieder an die Sache ran. Geben Sie ihm die Akte. Mr. Morrison, wenn ich nur... Ich habe meine Entscheidung getroffen. Bitte tun Sie's. Danke. Ich vermute, das wollen Sie auch. Ich habe mein eigenes Flugzeug, danke. Wie geht's denn so? Glaub nicht, dass ich Sie kenne, Mister. Mein Name ist Richard Dees. Ich bin Reporter und würde gern mit Ihnen reden. Ezra Hannon. Mr. Hannon? Ich repariere hier alles, warte Flugzeuge. Von welcher Zeitung sind Sie? Inside View. Kennen Sie? Oh ja. Meine Frau Martha liest sowas Komisches. Ah.
Wenn sie damit durch ist, legt sie die Seiten in unser Katzenklo. Das saugt die Pisse bestens auf. Vielleicht sind Sie so nett und beantworten ein paar Fragen. Sie wollen sicher mit mir über den Tod meines Freundes Claire Bowie reden, ne? Woher wissen Sie das? Es gibt keinen Grund für Stadtmenschen, diese Gegend aufzusuchen, außer es passiert was Schlimmes. Und das war es. Ich habe alles, was ich weiß, bereits der Polizei in Falmouth erzählt. Aber ich bin nicht die Polizei. Es wird nur ein paar Minuten dauern, nicht länger. Na gut, wenn Sie es sagen, schon gut. Erzählen Sie mir einfach, was in der Nacht geschah, als Ihr Freund ermordet wurde. Eigentlich begann alles in der Nacht davor, als dieser Mistkerl landete. Ein seltsamer Vogel, kann ich Ihnen sagen. Das Flugzeug war eine schwarze Cessna Skymaster, richtig? Leitungssystem 337, Hecknummer 101, Bravo Lima. Ah, es war eine Skymaster, das stimmt, glaube ich. An die Hecknummer kann ich... Nein, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein, wirklich nicht. Sowas gibt's. Ist das nicht zum Verrücktwerden? Macht nichts. Spielt keine Rolle. Sprechen Sie weiter. Nun, die Nachtschicht machte Claire. Meistens war es ruhig, aber leider nicht in jener Nacht. Leider nicht in jener Nacht. Meine Schicht ging zu Ende und ich wollte gerade gehen. Da kam er runter. Ich sage Ihnen was, Mister. Schon von der Aufmachung her schien dieser Knabe merkwürdig zu sein. Ja, merkwürdig. Inwiefern? Er trug einen weiten Umhang. Jawohl. Innen rot wie Blut. Außen schwarz. Nicht mal die Nacht kann schwärzer sein. Als er sich hinter ihm ausbreitete, sah es aus, als hätte er Fledermausflügel. Am nächsten Morgen, so gegen 7, kam ich zur Arbeit. Ich ging zu Claire, um noch ein Schwätzchen zu machen. Das tat ich immer. Guten Morgen! Claire! Irgendwie war Claire nicht derselbe wie an anderen Tagen. Er schien nicht ganz bei sich zu sein. Ist das eine neue Art von Service, Claire? Claire! Ich mache nur meine Arbeit, nichts weiter. Ist das der Nachtflieger von gestern? Ist das seine Maschine? Ja. Dwight Renfield. Von Derry hergeflogen. Netter Kerl. So anders. Er sagt, er fliegt heute Nacht noch zurück. Er sagt auch, er würde sich noch verabschieden. Er hat sich auf seine Art verabschiedet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand anders war. Er kam zurück und schnitt meinem Freund die Kehle durch. Wie
kann man nur sowas machen. Furchtbarer Tod. Das Flugzeug war den ganzen Tag hier? Ja. Hat Claire erwähnt, dass er dem Piloten ein Taxi bestellt hat, das ihn zu einem Hotel gebracht hat? Hier scheint es nichts zu geben, was man zu Fuß erreichen kann. Ich erinnere mich nicht daran, dass Claire ein Wort darüber verloren hätte, dem Knaben ein Taxi gerufen zu haben. Wurde er abgeholt? Er hat nichts davon gesagt, wirklich nicht. Das hätte er bestimmt erwähnt. Taxi- und Limousinendienste checken. Aber eins habe ich noch gesehen. Bedeutet möglicherweise ja nichts, aber möglicherweise ja doch. Kam mir seltsam vor. Raus damit. Ich habe was Merkwürdiges unter dem Flugzeug gesehen, darunter. Erzählen Sie. Einen großen Misthaufen. Direkt unter der Ladeklappe. Ekelhaft. Als ob da etwas gestorben wäre. Sie sind hinter ihm her, nicht? Seien Sie bloß recht vorsichtig. Dieser Knabe, der den alten Claire... Das ist ein Untier. Danke für Ihre Mühe. Nicht unheimlich genug, Claire. Was treiben Sie hier, Mister? Sie haben mich zu Tode erschreckt. Haben Sie Claire das angetan? Nein, habe ich nicht. Der Kerl, der es war, ist gerade abgehauen.
Ich weiß nicht, wer Sie sind oder was Sie wollen, aber hier respektieren wir die Toten. Ich schlage vor, Sie tun dasselbe. Sie möchten dem alten Claire doch nicht Gesellschaft lassen, oder? Nein. Danke für den Rat, Tarzan. Sie sind ein Gewinn für die Menschheit. Sie kriegen, was Sie verdienen, Mistkerl! Das habe ich schon. Ich muss noch mehr von diesem Scheißzeug trinken. Bestimmt dieser Kerl vom Friedhof, der seine freie Meinungsäußerung an meinem Hotelfenster ausgelassen hat. Scheiß Hinterwäldler-Arsch. Es gehört schon mehr dazu, mich abzuschrecken. Jedenfalls habe ich Ezra Hennons Geschichte bei der Polizei überprüft und die haben im Wesentlichen alles bestätigt, was er so gesagt hat. Dann habe ich beim Flugplatz von Derry angerufen, wo dieser Wahnsinnige angeblich abgeflogen ist und die haben nie von einer Cessna mit dieser Hecknummer gehört. Wo kam der Kerl bloß her? Und wieso hat Claire Bowie nicht nach seinem Flugplan gefragt? Diese kleinen Flugplätze werden immer von Kurieren zum Drogentransport benutzt. Wenn die FAA herausgefunden hätte, dass Claire Bowie Mr. Renfield einfach reingelassen hat, hätten sie ihn schneller eingebuchtet, als man denken kann. Aber ich schätze, das besorgt Claire nicht mehr. Alderton, New York ist jetzt dran. Mal sehen, was für Unfug unsere Fledermaus noch anstellt. Du weißt es vielleicht noch nicht, Dwight, aber du bist meine Fahrkarte zurück auf die Titelseite. Sie sind ein großzügiger Mann, Mr. Dees. Nur wenn's sein muss. Muss ein Schrank gewesen sein, der Kendall erledigt hat. Er hat ihn bestimmt von hinten erwischt, anders geht's gar nicht. Wie meinen Sie das? Der alte Buck wog gut und gern 2,5 Zentner. Sanftes Gemüt, ein gottesfürchtiger Christ. Aber wenn man ihn reizte, wurde er zum Tier. Sie sind noch rechtzeitig gekommen. Ich wollte ihn gerade zunähen. Bitte. Ach, verdammter Kleber. Hoffentlich passiert das nicht bei der Totenwache. Sind Sie jetzt zufrieden?
Nein. Gut so. Nachtflieger. Sis. Ja, Morrison? Dies. Wo bist du? Alderton, New York. War Kendall-Territorium. Ja. Ich habe mein Bild vom zweiten Opfer des Nachtfliegers. Von Tal persönlich und tot. Ich habe seinen Ausweis gesehen. Er ist älter als zwei. Dann nennen wir ihn jetzt den Nachtflieger. Sehr schön. Mr. Renfield ist übrigens nicht einer aus der typischen Spezies Halunken. Wieso nicht? Es waren zwei große Wunden an Buck Kendalls Hals. Ich rede nicht von Bela Lugosi-Bissspuren. Ich rede von mächtigen Löchern. Dieser Kerl hat Zähne wie ein Eisbär. Oder er rammt ihn Schinkenspieße in die Hälse. Das ist ja großartig. Ich meine, wir von der Presse haben solche Kerle dringend nötig. Ich hoffe, er schlachtet ordentlich weiter. Fax mir deine Bilder. Wir bringen die Sache ins Rollen. Mach dir nicht in die Hose, Merton, da kommt noch mehr. Ich kann's irgendwie fühlen. Schick mir, was du hast. Wir haben bereits die Vorankündigung veröffentlicht. Das weißt du genau. Komm schon. Reiß dich zusammen. Es ist nicht bis nächste Woche fertig. Hast du verstanden? Du kriegst deine Geschichte, wenn ich die Zeit für reif genug halte. Bis dahin. Bleib mir vom Hals, hörst du? Ich flieg morgen nach Duffery und ruf dich an, wenn ich was habe. Idiot. Es ist schon spät. Ich versuche, den Termin einzuhalten. Diese übersinnlichen Sternhunde sind wirklich anstrengend. Wir nennen ihn übrigens den Nachtflieger. Tut mir leid, Mr. Morrison. Ich konnte es nicht sein lassen. Ich verstehe das gut. Ich sag Ihnen was. Sie werden nicht alle Antworten in dieser elektronischen Kiste finden, sondern draußen. Sie wollen diese Story wiederhaben? Das wissen Sie. Dann kleben Sie Ihr Ticket wieder zusammen. Nicht dies macht dieses Blatt, sondern ich. Bringen Sie mir den Nachtflieger und Sie stehen auf dem Titel. Aber ich sag Ihnen was. Wenn Sie dies schlagen wollen, müssen Sie auch wie dies spielen. Ja. Ist wohl mein Glückstag.
Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Fahren Sie weiter, Mann. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich sagte, weiterfahren, Freundchen. Finger weg, Sheriff. Ich bin die verdammte Presse. Aber stören Sie uns nicht. Buck Kendall war ein One-Night-Stand für dich. Du bist am 23. kurz vor 12 gelandet, hast den alten Buck aufgespießt und bist dann wieder emporgestiegen in die unfreundlichen Lüfte. Das ist ungewöhnlich für dich. Du lässt dir sonst Zeit. Wieso? Vielleicht wartest du lieber, bis du richtig Hunger hast und der arme Buck war nur ein kleiner Mitternachtsimbiss. Du gehst mir langsam unter die Haut. Sieht so aus, als würde mich diese Geschichte so bald nicht loslassen, aber ich lasse sie auch nicht los. Komisch, wenn man Blut spendet, kann man nicht mehr erwarten als ein Glas Orangensaft. Aber holt man sich Blut, kriegt man Schlagzeilen. Krankes Schwein. Voll tanken? Ja, super, bitte. Wissen Sie, wie ich den Duffery Airport finde? Ist das weit von hier? Klar weiß ich das. Wird Ihnen aber nichts nützen. Den hat man dicht gemacht, Mister. Ich habe heute Morgen versucht, da zu landen. Stattdessen ging's nach Washington National. Dann müssen Sie was von den Sarges wissen. Über diese Sache möchte ich gern mehr rauskriegen. Sind Sie ein Bulle oder so? Sowas Ähnliches. Sie kannten die Sarges? Na klar, ich kannte sie. Ich habe Ray und seine Frau kurz vorher gesehen. Sie kamen auf ihrem Heimweg hier vorbei. Ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Wie meinen Sie das? Nun, Ray sah sehr müde und blass aus. Fast so, als ob er krank wäre. Aber Ellen sah prima aus. Die hätte ich beinahe nicht erkannt. Lass uns fahren, Schatz. Er wartet auf uns. Bitte. Celida hat Ellen gut hingekriegt. Wer? Celida McCammon. Sie arbeitet drüben in der Beauty Bar. Mit der sollten Sie mal reden. Die hat ein paar merkwürdige Geschichten verbreitet. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? Nur die Tatsache, dass Ellens Besuche normalerweise mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks erfolgten und sie diesmal mindestens 2 Wochen zu früh kam. Ihnen mag das vielleicht nicht wichtig erscheinen, aber für Ellen Sarge war das Brechen mit einer Gewohnheit, die sie seit über 20 Jahren stets pflegte, absolut ungewöhnlich. Welchen Eindruck machte Ellen? Verträumt. Fast so wie ein Schulmädchen, das sich verliebt hat. Trotz ihrer 62 Jahre hatte sie so einen gesunden Teint, dass ich dachte, sie sei geschminkt. Das Übliche, Ellen? Nein. Diesmal irgendwas Neues, was Schönes. Vielleicht eine Dauerwelle. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Farbe. Und als ich an ihr arbeitete, erzählte mir Ellen von diesem Piloten, der in der Nacht zuvor gelandet war. Ich wusste, dass sie ihm nie vorher begegnet war, aber sie sprach von ihm, als wäre er ein wiedergefundener alter Freund. Ray und Ellen nahmen ihn jedenfalls mit offenen Armen auf. Sie aßen alle drei zu Abend und sahen ein bisschen fern. Am nächsten Morgen kam sie dann zu mir. Sie wollte sinnlich aussehen. Sie wollte schön aussehen. Sie wollte jung aussehen. Hierher sehen. So ist es gut. Sehr schön. Wenn ihr Jungs vom FBI diesen Mistkerl findet, Agent Dees,
Dann verpasst ihm für mich einen schönen Tritt in die Zähne. Ray und Alan waren hier sehr beliebt. Wie ist es passiert? Was haben Sie im Wohnwagen gefunden? Von außen sah alles ganz normal aus, nur innen. Wir wussten sofort, da stimmt was nicht. Es war der seltsame Geruch. Fanden wir zuerst. Wir stolperten fast über ihn. Kaum ein Tropfen Blut war zu sehen. Und auch was anderes fehlte. Was? Sein Kopf. Er lag in einer Ecke des Raums und starrte aus toten Augen zum Eingang, als ob er noch was sehen könnte. Ich war wie vom Schlag gerührt. Eine FAA-Warnung von diesem Kerl hing an der Pinnwand. Er war die ganze Nacht und den folgenden Tag bei ihnen. Aber sie haben die Gefahr nicht erkannt. Einfach schrecklich. Arme Ellen. Ich sehe sie noch genau vor mir. Auch sie hatte die Augen geöffnet. Auch bei ihr kein Tropfen Blut. Aber sie sah gelöst aus, als hätte sie ihren Frieden gefunden. Zeigten die Leichen Einstichspuren? Löcher? Ja, Löcher, natürlich. Sehr große. Sie sahen aus wie angezapft. Eigentlich müsste der ganze Raum blutverschmiert gewesen sein. Ein Rätsel. Was für ein Spiel treibt diese Bestie? Ich wünschte, ich wüsste es. Liebes Hündchen. Braver Hund. Verdammt, so eine Scheiße. Ende der Blutspur, Merton. Bis Dwight wieder zuschlägt. In Duffery was Neues erfahren? Richard, bist du noch da? Nein, immer dasselbe. Ich sag dir was. Dieser Verrückte hat Einfluss auf die Leute. Ich hab schon vieles gesehen, aber dieser Kerl wickelt seine Opfer um den kleinen Finger. Hast du Knoblauch dabei?
Ja, und auch mein Kruzifix. Ich glaube, es wird langsam Zeit, ein bisschen rumzutelefonieren. Wir brauchen dieses Flugzeug. Wenn du was hörst, ruf mich an. Falling Star Motel. Na klar. Sobald ich was weiß. Da bin ich wieder, Catherine. Was sagten Sie? Mir ist nicht ganz wohl dabei, Polizeibeamte zu bestechen. Dazu braucht man Übung. Das lernen Sie noch. Ja, vielleicht. Wo übernachten Sie, falls ich Sie anrufen will? Falling Star Motel, Zimmer 134. So. Ich hab gehört, es wäre sehr hübsch da. Viel Glück, Catherine. Danke. Toll. Ich liebe diesen Job. Entschuldigung. Was hart heute? Hartes Leben. Was für ein Scheiß. Hat Ihr Freund dort hinten für Sie bestellt? Was ist das? Gerade vor einer Sekunde war er noch da. Hör auf. Wie sah er aus? Hab ich nicht gesehen. Er war verkleidet, wohl für Halloween. Was hat er gesagt? Nur, dass ich den Drink bringen sollte. Wo ist der hin? Ich weiß es wirklich nicht. Meine Güte. Dies. Was zum Teufel tun Sie denn hier? Ich hol meine Story zurück. Hat Morrison das gesagt? Das spielt doch keine Rolle mehr. Er hat sie nur hergeschickt, um mich zu ärgern. Er spielt mit Ihnen, Catherine. Ich glaube Ihnen nicht. Ist mir scheißegal, was Sie glauben. Wieso gehen Sie nicht nach Haus, bevor ich wütend werde? Ich brauche keine junge Reporterin, die meine Spuren versaut. Ich brauche Ihre Spuren nicht, dies. Ich habe meine eigenen. Ist das wirklich so? Mhm. Ich habe die kompletten Polizeiberichte vom Cumberland County Sheriff's Department. Ich habe eine äußerst kooperative Angestellte bei der zuständigen Behörde. Und ich habe eine Kiste voller Fotos aller Opfer. Wie ich schon sagte, ich habe meine eigenen Spuren. Nein. Sie spielen nur Schnitzeljagd. Was machen Sie als nächstes? Ich habe gute Ideen. Wo wollen Sie hin? Warten Sie. Lassen Sie uns reden. Jimmy, wieso hören wir nicht auf mit diesem Schwachsinn? Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Ich habe nichts. Sie auch nicht. Richtig? Aber ich verrate Ihnen was. Dwight war hier. Eben noch. Jetzt ist er in der Luft, aber irgendwann muss er runterkommen. Er hat schon dreimal viel zu viel Schwein gehabt. Irgendwann hängen sich andere Reporter dran. Wollen wir so lange warten, bis sich alles rumgesprochen hat? Ja. Worauf wollen Sie hinaus? Der Punkt ist dieser. Wir brauchen eine Spur, und zwar schnell, sonst sind wir angeschmiert. Zwei Personen können sicher viel mehr erreichen als eine. Wissen Sie was?
Ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, werden Sie meine Co-Autorin. Wirklich sehr großzügig von Ihnen. Sie lachen. Ja. Das ist ein gutes Angebot. Wenn es am Ende heißt, wer die Fahne des Sieges davon trägt, Sie oder ich, dann werde ich es sein. Ganz sicher. Also, was jetzt? Ja, genau das will ich von Ihnen wissen. Ja, genau. 101 Bravo Lima. Okay, danke. Wieder nichts. Bitte rufen Sie mich dann an. Auf Wiederhören. Danke. Ja, ich weiß, dass auf jedem Flughafen ein FAA-Warnhinweis hängt. Was ich Sie gefragt habe, ist, ob Sie das verdammte Ding rechtzeitig gesehen haben. Ja, ich warte. Nein, ich warte nicht. Sein Name ist Dwight Renfield. Bitte ja. Renfield. Dwight. Renfield. Dwight Renfield, sind Sie taub? Blöd, Mann. Mistvieh. Was erreicht? Nein. Sie? Scheiße, nein. Was ist damit? Wilmington Airport nicht, zu groß. Wilmington Control, Bill. Hi, Bill, hier ist Merton Morrison von der FAA. Ich wollte Sie bitten, uns mal zu helfen. Na klar, Mr. Morrison. Wir sind immer interessiert, die FAA auf jede Weise zu unterstützen. Was kann ich für Sie tun? Wir haben alle Küstenflugplätze angerufen auf der Suche nach einem Flugzeug, das in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Es handelt sich bei dieser Maschine um eine Cessna Skymaster 337. Davon haben wir eine Menge. Sehr verlässlich. Es ist eine schwarze Skymaster 337 mit rotem Leitungssystem. Hecknummer 101 Bravo Lima. Finden Sie die? Haben Sie die gesehen? Hallo? Er hat gelogen. Ja, das hat er. Und was nun? Wir schwingen unsere Hintern nach Wilmington. Hoffentlich schnappen wir das Schwein. Los, packen Sie. Bin in 2 Minuten fertig. Jetzt ist Schluss! Was soll das? Lassen Sie mich los! Dies! 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 Öffnen Sie die Tür! Dies! Machen Sie die Tür auf! Was soll das? Sind Sie verrückt geworden? Dies! Danke für die Unterstützung, Jimmy. Aber ich teile mein Autorenhonorar nicht. Und ich teile auch den Nachtflieger nicht. Er gehört mir allein. Los, machen Sie sofort die Tür auf, los! Dies! Sie selbst haben gesagt, sowas steigt einem zu Kopf.
Das kriecht in einen rein. Man kann nichts dagegen tun. Davor haben Sie mich doch gewarnt. Genau das ist mit Johnny Walsh passiert. Sorry, Jimmy, Sie haben verloren. Ich hol mir die Titelseite. Dies! Scheiße! Scheiße! Der Teufel holt ihn! Aufgepasst, Leser und Leserinnen, ein einzigartiges Monster kommt auf Sie zu. Sie werden seinen richtigen Namen lesen und vergessen, und das ist gut, denn Sie sollen sich nur daran erinnern, wie ich ihn nenne. Sein Name wird in einer Reihe stehen mit Jack the Ripper, dem Torso-Mörder von Cleveland und dem Frauenhenker. Den Nachtflieger werden Sie nicht vergessen. Bald steht er auch vor Ihrer Tür und klopft an. Wilmington Tower für ILS, Landebahn 3-4, Kurs 130, gehen Sie runter auf 3000. Roger, Flugkurs 160, verlasse 6 für 3000, 70 Delta Romeo. Wir haben hier unziemlich hässliches Wetter. Wilmington, hier ist 70 Delta Romeo. Habt ihr eine Skymaster 337 irgendwo da unten rumstehen? Hecknummer 101, Bravo Lima. Wilmington, hier ist 70 Delta Romeo. Haben Sie meinen letzten Funkspruch empfangen? Verdammt, redet denn keiner mit mir? Was ist da unten los? Dwight. Dreh um, solange du noch kannst, Richard. Ich will dich hier nicht. Fahr zur Hölle, Arschloch. Du entwischt mir nicht. Dwight, bist du hier drin?
Ich habe dich beobachtet, Dees. Ich habe dich ganz genau beobachtet. Ich kenne dich sehr gut. Ich weiß alles über dich. Du wirst bald verstehen, warum du nie darüber schreiben darfst. Warum du nie enthüllen darfst, was du weißt. Öffne deine Kamera. Los! Es gibt ihn. Und dich auch. Jedenfalls noch. Das ist deine letzte Chance, Paparazzo. Öffne deine Kamera. Oder ich tue es. Auf Blut fasziniert mich. Wir haben eine Menge gemein, du und ich. Ich glaube, du brauchst mich, Dees. Aber es gibt andere, die mich ebenso brauchen. Fürchte dich um dein Leben, Dees. Ich habe nicht die Absicht, dich zu töten. Schließlich sind wir Blutsbrüder. Es ist doch so. Diese langweilige Welt wäre noch viel langweiliger ohne Kerle wie dich. Außerdem habe ich heute schon gespeist. Sehr gut sogar. Aber hör mir genau zu, mein neugieriger Freund. Ich will mich nicht wiederholen. Hör auf, mich zu verfolgen. Sonst bin ich gezwungen, dich doch noch zu verschlingen. Ich würde es tun. Das verspreche ich dir. Dwight! Zeig dein Gesicht, ich muss es sehen! Zeig es mir, Dwight! Zeig es mir. Es wird wohl unvermeidlich sein. Du hast ein Leben lang nach mir gesucht. In den Leichenhallen, auf den Friedhöfen, in den Augen der Toten und Sterbenden. Deine Wege waren immer Wege zu mir. Nun bin ich hier, mein Freund. Ich bin alles, was du erhofft hast. Ich bin alles, was ich nach deinem Willen sein sollte. Thank you.
aus mir rausziehen. Es war schon kalt, Richard. Schon kalt. Richard, sieh doch mal hierher. Ich bin ertrunken, Richard. Ich bin ertrunken. Lasst uns Freunde sein. Ich will dein Freund sein. Du bist schon mal hier gewesen, Richard. Und du wirst wieder hier sein. Und wieder. Sind Sie? Catherine Blair. Reporterin. Inside View. Gehen Sie bitte nicht näher ran. Glaub nie, was du veröffentlichst.
Veröffentliche nie, was du glaubst. Sein Name ist Richard Dees. Wir haben ihn Nachtflieger genannt. Tut mir leid, Dees. Du hast verloren.